13. Rennen Amateurfahren. Du hast Igor Boehm ablaufen, der hat bärenstark den Vorlauf in Hamburg für sich entschieden. Im Einlauf ist er auf dem Weg nach innen angesprungen beim Watteziehen. Fragezeichen. Ja, das war natürlich richtig Pech und hat uns natürlich alle geärgert, weil er so stark war, auch im Finale. Immer ist so ein super Rennen gefahren mit ihm im Finale und dann hat sie ausgangs der letzten Kurve die Klappen, die wir zum ersten Mal zum Ziehen drauf hatten, runtergezogen und er hat so toll reagiert, aber zu gut und ist dann dem Vordermann aufs Rad getreten. Er wäre meiner Meinung nach der Sieger der deutschen Amateurmeisterschaft gewesen. Aber ja, durch das, dass er jetzt nicht gewonnen hat, haben wir eine andere tolle Aufgabe mit ihm vor uns. Das Hauptziel für ihn ist jetzt auf alle Fälle in der Derbywoche die internationale Amateurmeisterschaft. Und da bauen wir ihn drauf auf und das Rennen heute kommt sehr gelegen dafür. Von der Gegnerschaft ist es auch normal besetzt, das heißt, es könnte auch Startziel locker gehen, oder? Ja, glaube ich schon. Es sind zwar ein paar gute Beginner drin, aber man kann mit ihm auch auf den ersten 500 Meter durchaus mal Gas geben und andrücken. Also ich denke mal, er wird das Rennen von vorne bestreiten, aber ja, bei den Amateurfahrern weiß man nie. Ja, das Beugungswerk hast du sonst immer gefahren. Der war letztes Mal nicht Starter. Weißt du warum? Nein, weiß ich nicht. Ja, er hat jetzt auch seit Januar nicht mehr gestartet. Bei ihm kommt es ein bisschen auf den Fahrer drauf an, wie konzentriert dass der zur Sache geht. Ja, das weiß man bei dem immer nicht so genau. Aber das Pferd ist sicher gut, aber ich glaube nicht, dass er gegen ihn eine Chance hat.